weiter weg. Moment noch. Was macht ihr denn? Ne? Wir sind am Arbeiten. Wir haben da Pause, aber richtig geiles Thema. Wir haben viel zu quatschen. Tut mir leid, Moment. Das nein! Das Spiel kann jeder. Ich hab da, wie war denn Super Mario 2? Ja, so, 1988. Hab ich gut gekauft. Freust du dich drüber, ne? Hast du gut gemacht? Ja. Musst du auch noch kaufen. Guck mal, Temperatur da unten. Moment, ist der gut. Das alles. Oh, Spurwechsel. Ach, das Mühle. Das Spiel ist und muss die Spur wechseln. Ja, ja. 1-8. Boah, mit Mühle. Okay, hab auch Video. Montag zeig ich dir meinen Rekord. Wir machen ein Foto. Warum hat der immer 1,24? Ja, hast du wohl geschummelt. 1-8. Da kommen dann deine Strafzeiten zu. Winter. Willkommen in der Küche. So, ich habe alles schon mal zurechtgeholt. Es war gerade dort in einem Karton. Jetzt liegt es hier links neben mir. Ich habe mich mit so vielen Leuten unterhalten und so vielen Unternehmen, die wirklich gute Ansätze bieten. Und zwar bauen wir unseren Golf 7 GTI um auf Luft. Aber der GTI bleibt in der Performance gleich oder besser wie mit einem Gewindefahrwerk. Jetzt sagen alle, geht nicht! Geht auch noch nicht vielleicht wirklich, aber ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Es ist auf jeden Fall machbar. Dieses Auto hat um die 500 PS und ich werde mit Luftfahrwerk versuchen, das Auto mit dem Unternehmen Dampt zusammen, ja, Dampt, ist da meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr weit vorne in der Technologie und haben eine Sache gefunden, die das ganze Thema auch durchsichtig macht, die dem ganzen Thema auch eine gewisse Logik gibt, weil, wir holen mal eben den Dämpfer nach oben. Das Thema Luftfahrwerk ist ja aus dem alten amerikanischen Bereich und die ganzen Cruiser damals, die Lowrider hatten dieses Thema und sowas. Doch ich denke, dass einfach da von der Technologie nichts sich weiterentwickelt hat, weil nur Luft und hoch und runter fahren und happy sein, dass es hoch und runter fährt, das ist alt, das ist vorbei. Mit dem Akku-Air-System, und da sehe ich, auf der CIMA-Show habe ich mich mit den Jungs unterhalten, 2,5 Stunden, das ist schon lang für mich, weil ich normalerweise relativ schnell gelangweilt bin. Das System ist so klug und da kommt auch so viel Zukunft, da kommt noch so viel Erweiterung in den Systemen dazu, dass man langsam anfangen kann, quasi wie ein Luftfahrwerk in einem Mercedes, das einfach jedes einzelne Rad weiß, was ja schon im Akku-Air vorher gab. Dieser Sensor kann bemessen, wo das Rad, in welchem Federweg das Rad sich gerade befindet und weiß somit die Position des Rades von allen vier Rädern. Diese Information muss nun dementsprechend klug weiterverarbeitet werden, um ein Luftfahrwerk zu einem besseren Fahrwerk zu machen als eine statische Feder. Das ist möglich. So, jetzt sind die Jungs von Dampt in der Lage, das ist nämlich wirklich neu, die Federrate wirklich zu berechnen. Von einer Luftfeder. Sobald das technologisch perfekt machbar ist, gibt es eigentlich keine wirklich große logische Erklärung, warum eine Luftfeder viel schlechter sein soll als eine Stahlfeder. Eine Stahlfeder hat den einen Vorteil, dass sie kontinuierlich den gleichen Federwert abgibt, ob morgens, ob abends, egal wie, wo, egal in welcher Fahrzeughöhe, weil die Feder hat ja eine Grundbasishöhe, die das Fahrzeug in einem Niveau hält. Und von dem Punkt an ist das die Federrate rauf und runter. Das ist bei einem Luftfahrwerk etwas anders gestaltet, weil das Luftfahrwerk einfach den Punkt hat, dass es in verschiedenen Positionen sein kann und somit die Federrate sich rein logisch gesehen etwas variieren, etwas ändern kann. Nächster Punkt ist, unser Dämpfer jetzt hier, das ist ein H&R Deep, hat ein Uniball-Lager, das heißt oben ist nochmal der Sturz dementsprechend einstellbar, plus wir haben ein Nadellager, was die Uniball-Aufhängung auch dementsprechend entkoppelt, weil Uniball-Lager im täglichen Straßenverkehr fahren ist auf Dauer ein bisschen sehr belastend. Uniball sind oben diese Kugellager, so eine große Kugel, wo das Ganze drin ist, und wenn das zu viel Schläge bekommt und zu viel im Alltag bewegt wird, sind die einfach irgendwann ausgelutscht und können dementsprechend nicht mehr den perfekten Fahrbetrieb gewährleisten. Jetzt haben wir hier ein Nadellager und das Uniball-Lager, also quasi eine perfekte Mischung, weil das sich jetzt ganz, ganz einfach drehen lässt. Von dem Grundprinzip, wie es funktioniert, ist es so, dass hier drin ein normaler Stoßdämpfer ist und diese Luftbalge werden hier mit einem Drucksystem befeuert. Und somit kann sich das expandieren, also kann raus, kann länger werden und kann kürzer werden. Und somit kann man rauf und runter fahren. Das Ganze geht auch in der Hinterachse. Hier sieht man nämlich auch, dass das Fahrwerk ein ganz normales Fahrwerk ist. Ein ganz normaler Stoßdämpfer. Hinterachsdämpfer und dazu gehörig haben wir hier
unseren Luftbalg. Somit sehen wir, dass hier das System eigentlich, diese Lufteinheit wird nur ausgetauscht durch die Feder. Ein Bauteil, daran sieht man, wie doll wir im ersten Motorshow-Stress sind. Wir fangen jetzt schon an einzubauen und das letzte Teil, was uns fehlt, was ein sehr, sehr geiles Teil ist, müsste gleich per FedEx, glaube ich, kommen oder irgendwas. Und das ist das fehlende Teil, was wir brauchen für unser Luftfahrwerk. Und zwar ist das quasi unser Lufterzeugnis und unser Lufttank. Und der ist sehr besonders. Wir sind nämlich die Ersten in Europa, die diesen Tank haben. Sehr, sehr geiles Bauteil auch. Hast du noch Fragen? Und du fährst ja auch Luft. Ich fahre auch Luft. Aber natürlich, du fährst, nicht so, sei nicht böse, du fährst ein dummes Luftsystem. Ein sehr dummes Luftsystem. Ohne Steuerung, ohne Ventilblock, einfach alles. Fährt sehr dein alt. Luftfahrwerk? Es fährt besser als mein altes Gewindefahrwerk. Ja? Ja. Okay. Definitiv. Das ist schon mal gut. Weil ich, wie gesagt, gar keinen Fall das Rad neu erfinden, auf gar keinen Fall, aber ich traue den Jungs von Damp da viel zu, ich traue den Jungs von AccuAir da viel, viel zu und noch andere Unternehmen, die da mitwirken werden, wie wir ja auch zum Beispiel. Und ich denke, es wäre doch fantastisch, wenn man es schafft, dass ein Luftfahrwerk von der Performance her genauso klug fährt wie zumindest ein richtig gutes Gewindefahrwerk. Und ich denke, das ist technisch möglich. Und wir haben diesem Golf ja auch eine wirklich gute Grundbasis, die dementsprechend fix sich vorwärts bewegt, um das Ganze auch rauszufinden und zu testen. Und weil ich finde den Effekt von dem Luftfahrwerk obergeil. Man hat halt immer diesen Negativbeigeschmack, der hat Luft. Somit nimmt man automatisch diesem Auto, der kann ja nicht gut fahren. Kann erstens ja das, und ich glaube, viele haben auch Angst, wenn Luftfahrwerk werden ganz oft undicht, dass du Luft verlierst. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ganz, das auch. Aber das ist eine reine Montage. Das ist eine reine Qualität der Montagearbeit. Ja. Das ist Pneumatik. Ja. Mehr nicht. Also wenn man das wirklich fein säuberlich verbaut und verlegt, dann wird so ein Ding auch nicht undicht. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Genau. Aber ich kann euch auch sagen, wir bauen das jetzt hier ein, aber das ist noch lange nicht Ende der Reise, weil ich wirklich, um mich zu überzeugen, auch von Luftfahrwerken, war ich auch allgemein sehr, sehr skeptisch und nicht wirklich sicher. Somit werden wir diesen Luftbalg testen und wir werden sehr viele Luftbalge testen, bis wir zum Beispiel für mich in diesem Auto das perfekte Setup haben auf der Vorderachse, das man knacken lassen kann. Weil dann ist es für mich okay, dann ist der Kompromiss auch gut, dann ist die Preis-Leistung auch gut. Ich bin in der Lage, auf einer Messe das Ding hinzulegen, komplett auf die Fresse, kann aber trotzdem auf der Rennstrecke Gas geben. Und das ist das, was ich erzielen will oder was alle erzielen wollen. Wenn das Ziel erreicht ist, steht dem Luftfahrwerk meiner Meinung nach nichts mehr im Wege. Es ist geil, Show, du kannst überall drüber fahren. Ne? Wenn du nicht rüberkommst, fährst du das Ding einfach super hoch. Riesenvorteil gegenüber dem Gewindefahrwerk. Ist es auch, ja. Ne? Dann fährst du super tief im Gewindefahrwerk, ist ja auch cool, static. Voll geil, Lippe abgerissen. Ich fahre ja auch tiefe Autos, die mit dem Gewindefahrwerk sind. Aber ich denke, wenn man es hinbekommt, dass man da auch ein bisschen die Energie reinbringt in so eine Technologie, weil das ja eigentlich nicht so viel passiert, eigentlich nicht, dann kann man sowas auch wirklich verbessern. Und da bin ich sehr gespannt. Und das zu testen und zu gucken, wie es sich weiterentwickelt. Und ihr bekommt von mir eine ehrliche Meinung, ne? Wie es fährt und wie es ist. Jetzt bauen wir das rein und dann kommt das Ding auf den Boden. Wenn er auf dem Boden ist, dann kommt das neue Design. Und das sieht ihr auf der ersten Motorshow. Ihr kleinen süßen Schokohase. Mit neuen Felgen und allem neuen drum und dran. Das Ding wird bombastisch geil aussehen. Würde ich sagen. Wenn der Lufttank gleich noch kommt, werde ich dich euch aus dem Büro ausziehen. Und dann machen wir es gleich wieder nochmal bei dem Lufttank. Perfekt, machen wir. Bis gleich, tschüss. Schön romantisch, ne? Mhm. Ich mag das ja total, wenn der Regen an die Scheibe passt. Oh ja. Ne? Vom Dachgeschoss ist immer geil. Da könnt ihr aber nur ratzen, ne? Wenn draußen regnet, nur das Dachgeschoss. Hast du eine Playstation so an. Und es pisst raus. Hast du ein bisschen Eis, Popcorn. Das Geile ist, man weiß, man verpasst nichts, weil es einfach nein, regnet. Genau. Es ist was dazwischen gekommen. Wenn ich dachte, dazwischen gekommen ist falsch. Aber, boah, wir hatten noch nie so viel Stress zur ersten Motorshow wie dieses Jahr. Es läuft alles gut, es läuft nichts schief, aber irgendwie, dauert alles länger, ne, als geplant. Wie ihr seht, ist der Golf nicht mehr da. Aber dafür ist ein Teil gekommen, was in den Golf noch reinkommt. Und wir sind die Ersten in Europa. Und in Amerika gibt es, glaube ich, ein Ladenbodenauto aus, die diesen Tank erst verbaut haben. Und wir haben ihn nämlich jetzt schon hier. Und zwar von AccuAir, ein System, geil, was so dermaßen damn mega sexy ist. Und das Geilste ist, den haben wir nur kurz da. Wir wechseln nochmal unseren Tank auf das neue System. Aber darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Ich erkläre euch das mal eben, Sekunde. Guck dir das an. Das ist schon Porn, ne? Warte. Gott im Himmel, doch. Heiliger Strohsack. Schön, ne? Ja. Wirklich, wirklich geil gemacht. Das ist wirklich geil gemacht. Boah.
Man muss ja so vorstellen, und zwar, erstmal, dieser Tank ist für mich auch einer der Gründe gewesen, warum der Herr Krämer Richtung Luftfahrwerk überhaupt geht. Erstmal sieht es geil aus, zweitens die Idee und die Technik sehr gut, weil wir haben normalerweise bei einem Luftfahrwerk, was auch schon sehr hochwertig ist, so eine Art Steuerblock wie dieser hier. Dieser Steuerblock steuert die Abgänge zu den einzelnen Stoßdämpfern, in diesem Fall vier, für vier Stoßdämpfern, hat einen Eingangsdruck und Abgangswert, wo er einfach dann den einzelnen Dämpfer in der Position hoch und runter fahren kann. Wenn die Luft aber hier rausgeht, macht das Fahrwerk pssst, und die Luft geht atmosphärisch wieder raus. Jetzt kommt dieses System. Dieses Teil ist quasi hier drin. Das ist der Tank, wo der Druckspeicher ist für die einzelnen vier Stoßdämpfer. Wenn wir jetzt Luft ablassen, geht diese Luft rezirkulierend in diese Patrone, in diesen Tank rein. Und du verlierst in dem Moment also quasi kaum Druck. Das heißt, die Pumpe muss nicht wieder anspringen. Ich zeige euch mal eben die Pumpe. So eine Pumpe sieht so aus. Und der Druck geht zurück in den Tank von dieser Pumpe hier. Bei dem neuen System, was wir in ein paar Tagen kriegen, leider nach der Essen-Motorshow, das hätte ich euch gerne vorher gezeigt, ist es nämlich so, dass wir quasi diese Pumpe, dieses ganze Teil, auch in dem Tank drin haben. Das heißt, du hast zwar nicht mehr diese wilden Kofferraumumbauten, wo alles zu sehen ist, Steuereinheit, Leitung, Kabel, Pumpen, alles im Tank. Und das ist total geil, weil du viel weniger Platz brauchst. Und jetzt kommt der Oberclou. Die Pumpe hörst du auch kaum noch mehr, weil das Geräusch von diesen Pumpen ist so ein bisschen der Nachteileffekt beim Luftfahrwerk. Ne? Du fährst ja auch Luft. Das ist schon etwas lauter. Du hast ein Mädel auf dem Beifahrersitz, die das nicht kennt, die Pumpe springt an, dann macht die so. Ich fahr ja zwei Pumpen. Ich habe aber genau den gleichen. Zwei sind mehr als eine. Genau. Eine total komplexe Rechnung. Total. Hier, zwei von diesen Pumpen. Und in dem neuen System ist halt diese ganze Technik auch wieder im Tank drin. Du brauchst aber gar nicht zwei große, riesengroße Pumpen, weil die Luft ja eh die ganze Zeit im Kreis geht. Das heißt, du befüllst diesen Tank. Der Tank kann sich auch, wenn er Luft verlieren sollte, wieder mehr Luft besorgen. Aus ihm selbst. Das ist also wie ein Benzintank, der sich selbst mit Benzin füllt. Die Abgase gehen aber quasi wieder zurück in den Tank. Und die Abgase werden wieder zu Benzin. Genau, das Ding bauen wir auch noch in unserem Golf. Aber jetzt kommt der Oberclou in der ganzen Geschichte. Unser Golf ist nicht da, weil der Golf ist nämlich beim Design draufkriegen. Das heißt, ihr seht nachher erst den Golf tief mit Design. Deswegen sagen wir es auch hier an dieser Stelle tschüss, weil mehr dürfen wir und können wir euch gar nicht zeigen, weil dann macht das andere Video wieder keinen Sinn. Also ich muss wirklich grübeln dieses Mal. Ne, Mano? Tschüss. Ja. Noch ein Auge. So weit ist aber nicht.